Ich habe gefälschten Cartier-Schmuck bei Temu gekauft und es mit dem echten verglichen. Für unser Hauptkanal-Video wollten wir nämlich wissen, wie gut oder eben nicht gut die Fakes der Luxusmarken sind. Das Love-Bracelet-Imitat kostet 4,48 im Set mit Ring und anders als beim Original für 7,9 muss man keine Schraube lösen, um es anzulegen, sondern kann es einfach mit Druck auseinanderziehen. Und es rastet dann mehr oder weniger wieder ein. Kreuzschrauben anstatt Schlitz, das echte ist 750er Gold, deutlich heller. Aber mal ehrlich, hättet ihr den Unterschied gesehen?